Guten Tag, mein Name ist Birgit Ladwig. Liebe Eltern und liebe Kinder, ich möchte das Kindergottesdienst to go Nummer 15 vorstellen. Das ist ebenfalls dem Pfingstfest gewidmet. Und in dieser zweiten Tüte zu diesem Thema finden wir diese Postkarte. Und auf dieser Postkarte sehen Sie in der Mitte eben eine Taube mit einem Ölzweig im Schnabel, die als Friedenstaube natürlich auch bekannt ist, aber genauso auch als Symbol oder Bild für den Heiligen Geist, wie wir es eben auch aus der Taufgeschichte Jesu kennen, dass der Heilige Geist während der Taufe Jesu quasi in Taubengestalt herunterkommt und so eben ja auch die Segnung Jesu durch seinen Vater darstellt. Auf dieser Karte allerdings ist es so, dass wir hier den Heiligen Geist bzw. die Taube als Mittlerin haben zwischen zwei Welten, nämlich dem Reich Gottes, das hier versinnbildlicht oder dargestellt ist als gelbe leuchtende Fläche, und das Reich der Menschen, unsere Erde, blau mit so kleinen Quadraten. Auf der rechten Seite sind da eben so Textfelder wie aus Tageszeitungen zu sehen. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass da solche Worte wie Katastrophe, Zerstörung oder Krieg zu lesen sind. Und die Taube jedoch bringt eben auf diese blaue irdische Fläche auch etwas von dem Leuchten aus der göttlichen Welt oder aus der, bringt etwas vom Frieden Gottes sozusagen in die Welt. Das ist hier im Grunde dargestellt in dieser Kunstpostkarte. Und in dem Text, den ich Ihnen auch in der Klarsichthülle mitgebe, sind dazu noch ein paar Erläuterungen gegeben, auf die Sie dann auch im Gespräch mit Ihrem Kind gut eingehen können. Aber ich würde mich dann schon an Ihrer Stelle ein bisschen hier auf diese Karte beziehen, die meines Erachtens auch für jüngere und ältere Kinder durchaus geeignet sein kann. Weil die Taube da so im Mittelpunkt steht, habe ich dann auch noch in die meisten Klarsichthüllen noch eine Taube mit reingetan und noch eine Taube, die noch nicht fertig ist, sondern die Sie dann mit Ihrem Kind zusammen basteln können. Ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann. Auf alle Fälle habe ich hier eine ein bisschen fette Taube in Umrissen aufgezeichnet, aufgepaust. Und die könnte Ihr Kind zum Beispiel ausschneiden und auch nochmal bemalen. Vielleicht auch mit weißer Wachskreide oder was auch immer. Und Sie finden noch ein paar Federn in der Klarsichthülle, mit der Sie dann die Taube auch ein bisschen schmücken und verzieren können. Ich denke, das macht vielen Kindern vielleicht ein bisschen Freude, das so zu tun. Und vielleicht können sie sich das aufhängen mit einem Faden irgendwie ans Fenster oder an die Wand, sodass das ihr Kind noch ein paar Tage nach Pfingsten begleitet und sie an, und die Kinder an dieses Gespräch mit ihnen über den Geist Gottes erinnern kann. Gleichzeitig wird eben mit dem Pfingstfest auch die Gründung der Kirche gefeiert, sagt man so. Und da kann man eben auch sagen, dass die Kirche auch eine Mittlerin sein soll, also die Gemeinschaft der Gläubigen und das, was in der Kirche passiert, ja zwischen Gott und den Menschen. Und dass der Heilige Geist eben, ja, der uns Trost spenden kann und oder soll, dass der dort wirken kann. Und die Menschen auch verschiedener Sprachen und Herkunft miteinander verbindet, dass sie einander besser verstehen oder dass sie etwas Gemeinsames haben, an das sie glauben, dass sie in ihrer Existenz miteinander verbindet. Das soll eben unter anderem, sag ich mal, ein Gedanke sein, der mit dem Heiligen Geist verbunden ist und den Sie, und das können Sie versuchen, Ihrem Kind ja, zu erklären, ein bisschen deutlich zu machen. Und das soll hier eine Hilfestellung dazu sein. Ich wünsche Ihnen viel Freude damit und lade Sie aber auch gleichzeitig noch ein, jetzt gerade an die Erwachsenen ist das gerichtet,
auch am Pfingstsonntag vielleicht in die Kirche in der Scharnweberstraße zu gehen, wo Pfarrer Böttcher einen sehr schönen Gottesdienst bestimmt vorbereitet hat. Ja, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Pfingstfest und viel Freude mit den Materialien.